Das war auch Spaß. Ja, ich versuche nebenbei mal den Kopfsprung hinzukriegen. Der ist da jetzt einfach, genau. Ja, an der Tastatur ist der ganz einfach. Am Controller ist er nicht so einfach. Aber, wie man sieht, ich krieg's jetzt, glaube ich, so langsam hin. Nicht da lang. Nicht hier lang? Nein. Da lang. Nee, wir mussten ja hier hoch. Genau. Ja. Macht Sinn, da wo ich vorhin schon mal gestorben bin. Ich kann mich düster erinnern. So, mal gucken, wie oft das jetzt so ist. Naja, ich werde versuchen, das diesmal gleich beim ersten Mal zu schaffen. Wie gesagt, ich erwarte hier noch einen Endgegner. Ja, auf den freue ich mich schon. Zwei Endgegner. Nee. Zwei Endgegner. So. Diesmal scheint es gleich beim ersten Mal zu klappen. Ich bin stolz auf mich. Soll ich dir beim Endgegner helfen, wie du den besiegst, oder willst du alleine drauf kommen nachher? Ach, wenn ich alleine drauf kommen muss, ist das ja besser, eigentlich. Wir spielen es ja schließlich halbblind. Das heißt eigentlich ja nur Hilfe von dem Andi. Naja. Wenn ich es brauche. Aber andererseits, so oft wie ich jetzt schon Hilfe von dem Andi gekriegt habe und so dumm wie ich mich oft genug anstelle, da wäre es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, den Andi zu fragen, wie ich es mache. Naja, jetzt brust du erstmal zum Floß rüber da. Naja, das kriegen wir ja hin. Und wie wir sehen, es ist exakt da, wo wir es hin haben wollten. Behauptet zumindest der Andi. Wollten wir das wirklich naja, jetzt, haben? Sieht so aus. Naja, jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen korrigieren, damit es direkt über die Tür da ist, damit wir da hochspringen können. Ja, das kriegen wir noch ganze B hin. Und der ganze Raum nur wegen der einen Tür. Also wer sich so eine kranken Level ausdenkt. Nee, ist okay schon. Das reicht glaube ich schon. Naja, ganz knapp. Ich darf ganz, ganz tief tauchen. Ganz, ganz, ganz tief tauchen. Ganz, ganz, ganz tief tauchen. Will ich das denn wirklich? Eigentlich nicht, aber ich muss. Ah, diesmal hat der Körper sogar funktioniert. Da lang. Ja, ja, immer geradeaus, komm. Ich hing fest und. Jetzt darfst du erstmal raus da. Im Original Tomb Raider sind hier zum Beispiel Krokodile, was sie hier zum Beispiel wieder rausgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei schwer hier Krokodile sind, ich glaube schon. Wir spielen ja aber auf Mittel. Wir werden es nie erfahren, denn ich werde das Spiel sicherlich nicht auf schwer spielen. So. So, jetzt ist hier unten irgendwo eine Öffnung. Da bestimmt. Da auch nochmal auf. Genau. Weil wir brauchen ja alles, was wir noch haben, an Duft. Diesmal schon. Und du musst wirklich schnell sein jetzt, so, um das letzte Secret auch zu kriegen. Das letzte Secret auch zu kriegen. Genau. Jetzt auftauchen. Aber noch nicht an Land schwimmen. Weil aber noch nicht an Land. Die Tür müssen wir erstmal noch aufkriegen. Die ist ja sowieso noch zu. Und das Secret ist auch noch unter Wasser. Und jetzt gerade durch hier. Einfach gerade durch. Immer lang hier. Erstmal da hinten hin. Immer da, wo es blinkt. Da müssen wir nachher noch hin. Was ist das da hinten, kann ich mir jetzt erstmal holen. Ja, und da unten, da so, da ist das Secret. Da rechts unten, wo ich jetzt gerade. Ja, da musst du aber ganz schön schnell tauchen. Und wieder zurücktauchen. Also so dicht wie möglich an. Das hast du schon, glaube ich. Komplett. Ja, da gucken wir mal. Wir laden am besten mal alle Waffen gleich nach, weil wir schon dabei sind. Weil, wer weiß, vielleicht kann man es ja doch nochmal. Dieser Endgegner kann man eigentlich relativ schnell mit den Pistolen besiegen noch. Das geht noch relativ. So. Jetzt aber schnell, komm. Komm. Jetzt durch hier, komm. Durch. Weil du musst doch noch wieder zurückkommen. Und zurückkommen. Und hoch. So. Und? Hoch, Diagonal. Komm. Und. Ah, wieder Marsch, ganz knapp. Und jetzt zu den anderen Tunnel, der hier in der Nähe war. Okay.
hier war noch ein Tunnel in der Nähe. Ja, weil ich dir vorhin jetzt sag. Du meinst da unten drunter durch, oder was? Secrets müssten wir jetzt, glaube ich, alle haben. Waren ja nur zwei. Einer in den Raum. Das können wir gleich nochmal nachgucken. Ja, beide Secrets haben wir. Und damit müssten wir auch bisher ziemlich gut gelegen haben. Da. Alle Secrets haben wir bisher gesammelt. Da müssen wir durch. Da, das kleine. Da unten müssen wir durch. Ach, machen wir das gleiche. Klar, auch mal ein bisschen schneller hier, komm. Sonst ersäufst du mir hier. Wäre nicht das erste Mal, dass ich sterbe. Mit. Hoch. Wir legen den Schalter um, der sich wie immer an den unsinnigsten Stellen befindet in einem Spiel, aber... Jetzt darfst du nochmal eine tauchen hier. Ja, aber das Zurücktauchen geht ein bisschen schneller. Wie du siehst, ich hab's sogar hingekriegt. Super. Ohne zu sterben, jetzt. Ohne zu ertrinken. Jetzt wenden wir uns den Endgegnern zu. So, also die normalen Pistolen empfiehlt sich. Ich weiß gar nicht, warte mal. Guck mal runter. Also rechts, 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 unter Wasser. Gehen wir nochmal rein schnell. Ich weiß nämlich nicht. Das sieht da so komisch aus da. Ich weiß nicht, ob ja, da noch was ist. Wir schauen doch mal nach. Secrets haben wir zwar keine mehr. Nee, da ist nichts mehr. Nee, da ist nichts mehr. Das ist sieht zwar nur so aus, als ob da noch ein Tunnel wäre. Manche Sachen sind es doch wert nachzugucken. Er hätte noch ein Medikit, Medipack. Alles nützlich, alles notwendig. Wir brauchen alles, vor allem ich. Mit meiner super guten Spielweise. So. So, dann einfach durchrennen da. Dann einfach durchrennen. Ja, und dann so. Die Zwischensequenz genießen. Und dann beim Endgegner vielleicht sterben oder auch nicht. Ja, das erste Mal lasse ich dich noch zappeln. Selber rausdenken. Ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Schauen wir mal! Leiche! Eine Leiche! Hier ruht der Gottkönig Teokar. Einer des drei Gestalten. Hüter der drei Splitter des Sion. Führer der Auserwählten, der Atlantis nach dem großen Verrat auf immer in den Fluten versinken ließ. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Na, immerhin. Sehen Sie, Instinkt kann sehr teuer sein, Mademoiselle. In Ihrem Fall kostet er Sie beide Teile des Sion. Oder auch nicht. Nein, das werde ich nicht zulassen. Das ist lächerlich. Kein Job ist es wert, dafür zu sterben. Ist das wert, Tasten, glaube ich, für ihn. Weiß ich jetzt gar nicht. So. Falsch. Bumm. Ja. Ich habe schon die Taste gedrückt gehalten. So endet Laras Leben. Mit einem Kopfschuss. Ach, und? Bauchschuss. Zwei ja, Varianten. Mit solchen Action-Events bin ich sonst nicht so vertraut. Daher passiert sowas dann doch etwas schneller bei mir. Die ersten habe ich gut hingekriegt gehabt. Nee, da werden die Zwischensequenzen noch ein bisschen besser. Da will man doch schon mehr die Zwischensequenz achten. Das kommt außerdem hinzu. Gegen die beiden darf ich auch gleich noch kämpfen, na super. Ja. Andererseits, nehmen Sie's. Bonne chance. Denn ich glaube, es ist nicht damit getan, dass ich einfach nur ins Wasser springe. Nein. Schade. Wäre zu einfach gewesen. Es ist auch nicht damit getan, einfach nur auf die zu schießen. Und ist auch nicht damit getan, einfach nur die Anzeige da hochzukriegen. Zappeln, 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 zappeln. Genau. Ja. Jetzt rennt er? Nee, nee.
Nee, das bringt nichts so. Das bringt nichts. Nein. Ach Mann. Du kannst jetzt ewig und stundenlang so weiterkämpfen. Dann hilf mir doch mal und sag mir mal, warum sich meine Waffen gewechselt haben. Willst du wirklich Hilfe haben? Ja. Also pass auf, das ist ganz einfach. Zuerst müssen sie dich attackieren, so wie du vorhin gemacht hast, dass sie auf dich losgehen. Du machst diese Ausweichaktion, so wie der hier jetzt. Zack, und dann den Haken ran. Komm, den Haken. Genau, und dann ziehst du das Schild da weg. Genau. Das machst du bei den anderen auch jetzt. Jetzt musst du um die anderen erstmal kümmern. Wenn die den Strahl auf dich feuern, musst du in der Nähe des Schildes sein. Du musst die Strahlen nicht zurückbrennen. Ja. Das sah nicht gut aus. Jetzt wird der dich attackieren. Genau, und den Gaxel-Schild weg. Komm. Komm, zack. So. Und jetzt immer, wenn sie auf dich schießen, immer das Schild da nehmen, was da ist. Genau, jetzt, komm. Jetzt das Schild da unten nehmen. Jetzt zu spät. Jetzt zu spät. Jetzt, komm. Genau. Jetzt ist er versteinert, jetzt kannst du auf den schießen. Und jetzt ziehst du erst was ab. Ja. Das ist auch der ganze Trick dabei schon. Das war nicht so gut. Ja. Ah, das sollte ich doch besser lassen. Ja. Du solltest dich auch in der Nähe der Schilde aufhalten. Das ist wirklich am einfachsten. Weil so kommst du ja nicht so schnell von. Genau. Siehst du? Den hast du auch gleich. Der ist halt Schicht geschoben. Ja. Aber den ersten geschafft. Jetzt ist der zweite kein Problem mehr. Der ist jetzt ein schlechter Witz. Und also ich habe beim ersten Spiel, wo ich das gespielt habe, ewig gebraucht, um das rauszukriegen. Ja, du kannst den nicht abziehen, gar nichts. Jetzt, komm. Und kaputt. Gut. So. Jetzt kannst du dich ausruhen. Erstmal. Behauptet der Andi. Ja. Jetzt kommt erstmal die Geschichte. Ja, das sind jetzt die hohen Tiere. Hast du die anderen Könige verraten und mit dem heiligen Dreigestirn von Atlantis Teile haben jetzt so. Du hast und Nadler siehst du jetzt auch. In der Vergangenheit, ja. Deinen eigenen Bruder. Ich bin noch immer. Dir kann man deinem Verrat ein Ende gemacht. Aber ich bin es, der dich mit deinen Träumen verfolgen wird. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Das dritte Artefakt fehlt uns noch. Ja. Aber wir werden uns es sicherlich gleich holen. Genau. Aber damit haben wir erstmal Teokans Grab erledigt. Und damit enden wir.